Der jetzt folgende Abschnitt in diesem Training ist speziell für Sie als Führungskraft gemacht, wenn Sie durch eine Krise, eine Krisensituation wie beispielsweise durch Covid-19 durchführen. Ich habe mir einige Notizen dazu gemacht, damit ich nichts vergesse. Deswegen, wenn ich ab und zu neben die Kamera schaue, dann schaue ich auf diese Notizen. Nun, das Allerwichtigste ist, dass jeder eine solche Krise, eine solche Notlage und Situation anders wahrnimmt und interpretiert. Bei Covid-19 sind praktisch alle Mitarbeiter, die zu Hause arbeiten können, auch dazu gezwungen, zu Hause zu arbeiten. Und sie können nicht vorhersehen, was es für denjenigen tatsächlich bedeutet. Deswegen empfehle ich Ihnen dringend als Führungskraft, mit jedem Mitarbeiter, und zwar wirklich mit jedem, Einzelgespräche zu führen, per Telefon, am besten per Videotelefonie, und zu fragen: Mensch, wie geht's dir denn mit der aktuellen Situation? Wenn jemand gezwungen ist, zu Hause zu arbeiten, wie funktioniert es für dich, zu Hause zu arbeiten? Gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann? Selbst wenn sie vielleicht nicht wissen, was sie tun könnten, allein die Frage, kann ich dir irgendwie helfen? Gibt es was, wo ich dir irgendwas organisieren kann, ist extrem hilfreich. Aber wirklich ganz wichtig ist, dass sie echtes Interesse zeigen und nachfragen, wie es demjenigen geht. Und das muss regelmäßig passieren. Sie werden vielleicht Mitarbeiter haben, die sind sehr offen, gehen ganz offen mit Problemen und Krisen um. Andere werden verschlossen sein und sie denken vielleicht, alles ist in Ordnung. Dabei grübeln die 24 Stunden am Tag und kommen nicht mehr zum vernünftigen Arbeiten. Und das ist übrigens ein Indikator, wenn Sie dann Ihr Team verteilt sitzen haben in einer solchen Krisensituation wie Covid-19. Es kann aber auch eine Umstrukturierung beispielsweise sein. Es kann durchaus sein, dass Mitarbeiter scheinbar fein damit sind und kein Problem haben, in Wirklichkeit aber stark darüber nachgrübeln, und sie erkennen das möglicherweise daran, es ist zumindest ein Indiz, dass die Arbeitsleistung nachgeht. Wenn Sie also bemerken, dass jemand nicht mehr so leistungsfähig ist, nicht mehr die Fallzahlen bearbeitet oder das eben tut, was derjenige sonst im Büro geschafft hat, dann verdammen Sie denjenigen nicht sofort, sondern haken Sie wirklich nach und fragen Sie nach. Falls Sie sich als Führungskraft ein bisschen schwer damit tun, auch emotional mal nachzufragen und wirklich Mitgefühl zu zeigen, vielleicht haben Sie jemanden im Team, der sowas gut kann, dann helfen Sie dem Mitarbeiter, der gerade Probleme hat, vielleicht besser dadurch, dass Sie den Mitarbeiter, der wirklich sehr, sehr viel Mitgefühl zeigen kann, darum bitten, auch mal mit den Mitarbeitern zu telefonieren, die damit Schwierigkeiten haben. Aber im besten Fall, und das empfehle ich Ihnen, das zu tun, sprechen Sie mit jedem Einzelnen, und zwar regelmäßig. Dann habe ich ja in einem anderen Segment auch empfohlen, dass Sie Dailies durchführen, also wirklich täglich mit Ihrem Team telefonieren, 15 Minuten maximal, um zu sehen, wie ist gerade so der aktuelle Stand. In einer Krisensituation sollten Sie diese drei Fragen, was ich gestern gemacht habe, was ich heute machen werde, womit ich Probleme habe, um eine vierte Frage ergänzen, nämlich: Wie geht es mir mit der Situation? Wirklich in so einer Krisensituation ein Daily zu erweitern um eine zusätzliche Frage ist extrem effektiv und hilfreich. Und wenn Sie das mit Ihrem Team tun und jeden Tag jeder die Möglichkeit hat, ganz kurz an einem dafür auch vorgesehenen Punkt zu sagen: Ja, mir geht's gut damit, mir geht's gerade nicht gut damit, dann helfen Sie demjenigen, aus der Situation rauszukommen, weil er es zumindest mal aussprechen kann. Auch ich selber bin in der Covid-Phase durch unheimliche Höhen und Tiefen gegangen, und es hilft, wenn man einfach mal sagen kann: Ah, irgendwie, heute habe ich echt einen miesen Tag. Dann wissen nämlich auch die anderen Kollegen entweder: Naja, dann gehe ich mal mit den schwierigen Aufgaben heute nicht unbedingt auf denjenigen zu, oder umgekehrt positiv formuliert: Ich spreche mal mit dem Kollegen, vielleicht kann ich denjenigen oder diejenige ein bisschen aufheitern oder demjenigen mehr Zuversicht geben. Also auf den Punkt gesagt, das Daily noch um einen zusätzlichen Punkt ergänzen, nämlich: Wie geht es mir mit dieser aktuellen Krisensituation? So, was habe ich mir noch notiert? Ja, was Sie auf keinen Fall als Führungskraft tun sollten, ist, irgendwelche Vermutungen zu äußern. Bleiben Sie bei dem, was Sie wissen, und wenn Sie etwas nicht wissen, ob das jetzt um die Situation, um die Zukunft im Unternehmen, um mögliche Veränderungen im Unternehmen geht, wenn Sie etwas nicht wissen, wenn etwas nicht offiziell ist,
dann äußern Sie keine Vermutungen. Denn Ihre Mitarbeiter glauben sowieso, dass Sie mehr wissen, als Sie sagen. Wenn Sie dann noch Vermutungen äußern, selbst wenn Sie sagen würden, also ich weiß es nicht, aber ich vermute, dieses oder jenes könnte passieren, dann werden die Mitarbeiter glauben, zum Teil zumindest, dass Sie das nur so verpacken, in Wirklichkeit wissen Sie aber viel mehr. Also, so schwer es manchmal fällt, äußern Sie keine Vermutungen. Das gilt natürlich auch, wenn Sie Fragen gestellt bekommen, ob jetzt zur Krise, ob zu einer Umstrukturierung und Sie können keine Antwort geben, dann sagen Sie, darauf kann ich gerade keine Antwort geben. Wenn Sie es rausfinden können, angenommen Sie haben einen Krisenstab oder Sie haben ein Organisationskomitee, das sich mit bestimmten Themen beschäftigt, dann Ihrem Team zu sagen, oh, ich nehme das mit, ich kann es nicht beantworten, aber ich kläre das mal mit den jeweiligen Kollegen, dann ist das doch absolut in Ordnung. Eine kleine Idee, gerade in der Krise, wenn Sie in einem internationalen Unternehmen sind, dann ist es eine Idee für Ihr Team, wenn es international verteilt ist, zu sagen, jeder schildert mal wirklich auch aus seiner Region, wie das Ganze aufgenommen wird. Ich habe mal einen großen Veränderungsprozess in einem Unternehmen moderiert und unterstützt. Und dieses Unternehmen hatte letzten Endes nur 12 Standorte in Deutschland, also nicht mal international vertreten. Aber bei den Telefonkonferenzen mit verschiedenen Niederlassungen war es schon erstaunlich festzustellen, dass die Kollegen beispielsweise in Regensburg gesagt haben, oh, also bei uns ist diese Nachricht noch gar nicht angekommen. Und die Kollegen in Hamburg haben gesagt, ja, das haben wir schon vor 3 Monaten umgesetzt, da haben wir kein Problem mit. Während jemand vielleicht in München sagt, oh, bei uns bricht gerade die Welt zusammen. Da ist es extrem hilfreich, auch sowas zu moderieren, aus verschiedenen Regionen zusammenzukommen und aus den verschiedenen Regionen mal darzustellen, wie denn die Situation, die Krise, die Veränderung wahrgenommen wird. Ja, und dann noch, geht auch in die Richtung, das war ja so ein bisschen zum Thema Abwechslung, trotz der ganzen Tragik, die schwierige Situationen mitbringen, es gibt immer mal wieder Situationen, Erlebnisse, Ereignisse, über die man auch lachen kann. Verlernen Sie das Lachen nicht. Wenn irgendwas Tolles passiert ist, dann stellen Sie das auch in den Raum, dann zeigen Sie Ihrem Team auch, es gibt auch gute Sachen. Und ich habe während der Covid-Phase von einem Mitarbeiter eines Kunden ein Foto gesehen. Da hat seine Tochter eine Videokonferenz gemacht mit einem anderen Kind. Und das ist einfach nette Aufheiterung und gerade in schweren Phasen tut es gut, wenn man auch mal zwischendurch über irgendetwas lacht, um dann wieder auf den Ernst der Lage zu kommen und sich darauf zu konzentrieren, was man tun kann. Und das ist letzten Endes meine letzte Empfehlung in dem Zusammenhang. Wenn Sie Besprechungen haben, ob einzeln, ob im Team, achten Sie am Ende der Besprechung immer darauf, dass Sie ganz klare Punkte haben, von denen Sie sagen, so, und das sind unsere nächsten Handlungen. Denn wenn wir etwas tun, geht es uns immer besser, wie wenn wir nur da sitzen und denken, oh, ich kann nichts machen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Dann lesen wir die schlimmsten Horrornachrichten, dann gehen wir in irgendwelche Gerüchteküchen und lassen uns noch mehr verwirren. Nein, ganz wichtig am Ende, was kann ich tun? Und wenn ich nicht so weit schauen kann, dann mache ich nur etwas für heute und sage, was tue ich heute, damit der heutige Tag etwas besser wird, damit ich mit dem heutigen Tag besser zurechtkomme. Und morgen treffen wir die nächste Entscheidung. Ich hoffe, diese Anregungen und Anmerkungen von mir helfen Ihnen ein bisschen. Ich habe noch weitere Tipps zum Thema Umgang mit Krisen und Covid. Die kommen in den nächsten Videos.